Kunst im Maislabyrinth Basdorf. Der als Polizeimaler bekannte pensionierte Polizeioberkommissar Klaus Höbel stellte im Maislabyrinth nicht nur seine Werke aus, sondern forderte auch zum Mitmachen auf. Insbesondere Kinder hatten ihren Spaß, zusammen mit Klaus Höbel die Werke zu verbessern, zu verändern und Klaus Höbel mit den Kindern zusammen, wie man hier sieht, voll in seinem Element. Ja, Klaus Höbel, Polizeimaler, bekannt in Hessen oder über die hessischen Grenzen hinaus, wieder im Maislabyrinth, wie schon seit einigen Jahren. Macht Spaß. Ja, ist eine schöne Angelegenheit. Viele Kinder um einen rum, die hier begeistert haben. Partei. aber abstrakte Malerei kennt ja keine Gesetze, ne? So ist es. Die können machen, was sie wollen. Also nicht unbedingt alles, aber sie sind frei in der Gestaltung. Aber die haben ihren Spaß und du auch, wenn ja. Du gerade hier bei Kindern zeigen kannst, wie das geht oder was sie machen dürfen. Ja, das passt schon. Das ist schon schön. So ein bisschen Hilfestellung, wie halte ich die Tube, wie führe ich den Pinsel, was kann ich mit dem Pinsel alles machen, dass er nicht nur zum So-Malen da ist, sondern dass man auch drehen und ziehen kann. Vielseitiges Malinstrument. Einige der Bilder, die hier ausgestellt sind, wurden ja von den Kindern verbessert. Ja, so kann man das sagen. Ja. Die wurden verbessert. Die haben noch so ein bisschen Hit bekommen. Klaus, vielen Dank. Ja, gerne.